Herzlich willkommen heute Abend zum Gottesdienst am Sonntagabend im Missionswerk Strahlende Freude. Herzlich willkommen auch alle im Livestream. Und wir wollen gemeinsam jetzt Gott loben, ehren und preisen. Auch trotz der Einschränkungen hier dürfen wir jetzt nicht laut singen. Aber wir können trotzdem, man singt auch so. Im Livestream, da dürft ihr ja problemlos aufstehen, singen und Gott ehren und preisen. Und wir wollen, jetzt will ich mal lesen, im Psalm 104, 33 steht, ich will dem Herrn singen mein Leben lang und mein Gott loben, solange ich bin. Sage, wenn jetzt hier noch mit Einschränkungen zu Hause könnte, aber. Und so ist egal, wo du bist, jetzt hier vor Ort oder zu Hause dort. Der Herr ist da und er hat ja gesagt, wenn ihr euch in meinem Namen... Und genauso ist das jetzt auch da, wo du bist. Herr ist da, Jesus ist da und da, wo er ist, da geschehen auch Heilungen, da geschehen Befreiungen, da werden unsere Fragen beantwortet und wir begegnen ihn. Und jetzt will ich auch beten, Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Zusage gegeben hast, dass wenn wir uns in deinem Namen versammeln, dann bist du mitten unter uns. Und dafür danken wir dir, dass deine Gegenwart da ist. Auch dort, wo jeder zuschaut, jetzt vom Bildschirm, da bist du da und du bist hier beim Wirken. Und wir danken dir, dass auch deine heilende Kraft jetzt auch während der Lobpreises wirkt, dass da Antworten kommen auf Fragen, dass die Bindungen gelöst werden, dass die Befreiung erleben. Und ich danke Jesus, dass du auch in der Not begegnest. Und wir ehren deinen Namen, wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir danken, dass du, Jesus, auch für uns gestorben bist, dass du dann dein Blut vergossen hast. Und danke für dein Sterben am Kreuz, danke auch für die Auferstehung. Danke, Jesus, du lebst und du bist hier. Ehre sei dir und Preis in Jesu Namen. Amen. So. Hinter das Himmelszelt reicht Liebe uns die.
Unvergängliche, Jesus, mein Gott, hinter das Himmels Zelt. Ich liebe uns die Hand, der Unvergängliche, Jesus, mein Gott. Oh, wir schauen auf den Sohn und erkennen,
Ich seh mich nach dem Tag, wo ich dich seh. Und betend vor dem Thron der Gnade steh. Denn nichts in dieser Welt kann mich erfüllen. Nur Jesus, du kannst meinen Hunger stillen. Nur Jesus, du kannst meinen Hunger stillen. Durch das Kreuz.
möchte ich ermutigen, dass du jetzt die Gegenwart Gottes suchst. Er ist hier und er möchte begegnen. Streck dich jetzt nach ihm aus. Silber noch Gold, noch die Schätze der Welt könnten mich jemals trennen von dir. Wo auch immer ich such, keine andere Liebe reicht. Jesus, nichts kommt dir gleich, deine Gnade rettet mich. Retter, jetzt und für immer such ich dein Angesicht. Mein ganzes Sein vor dich hin, steh staunend vor den Wundern deiner Majestät. Ich weiß nur eins, ich brauche nur dich, weil du mich endlos liebst, weil du mich endlos liebst. Mein größter Traum.
weder Silber. Weder Silber noch Gold, noch die Schätze der Welt könnten mich jemals trennen von dir. Wo auch immer ich such, keine andere Liebe reicht. Jesus, nichts kommt dir gleich, deine Gnade rettet mich. Rette jetzt und für immer such ich dein Angesicht. Mein ganzes Sein leg ich vor dich hin, steh staunend vor den Wundern deiner Majestät. Ich weiß nur ich brauche nur dich, weil du mich endlos liebst, weil du mich endlos liebst. Herr Jesus möchte wissen, Herr Jesus möchte, dass du weißt, dass du endlos geliebt bist, okay? Nimm es bitte einfach für dich an. Ich bitte und ich ruf, ich will dich kennen.
tief, ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich auf dich, Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen. Ja, Jesus, danke für deine Liebe, Jesus, die ist der Einzige, was uns trägt, die uns hält, Jesus, danke dir. Danke für deine Gegenwart, danke dir, Jesus. Du bist so gut und ehre dir, alleine dir. Amen. Danke, liebes Lobpreisteam. Danke auch Techniker. Es ist schön, Gegenwart Gottes zu sein. Können wir gerade weiterbleiben, weitermachen. Also, Dankeschön. So, ich habe ein paar Informationen. Als erstes will ich mal fragen, ist jemand hier zum ersten Mal in unserem Gottesdienst hier anwesend? Mein Livestream sehen wir nicht, aber trotzdem, falls da jemand zum ersten Mal ist, kann ich auch mal melden. Da gibt es also bei uns Mitarbeiter, wo ich herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, sei gesegnet. Da gibt es auch von Ordner so eine Willkommenskarte. Und nach dem Gottesdienst gibt es eine Möglichkeit hier am Ausgang, gibt es da Welcome Lounge und da sind ganz nette, liebe Mitarbeiter. Da kann man Fragen stellen, kann man Gebet für sich beten lassen oder auch sonst Gespräch haben. So, was ich noch nicht vergessen darf, denkt mal dran, morgen wird die Zeit umgestellt. Also wird eine Stunde vorgestellt und deswegen denkt mal dran, wenn man jetzt morgen früh zum Gottesdienst kommt, dass man einfach den Wecker umstellt. Wer ganz, ganz genau haben will, dann muss er um 2 Uhr aufstehen, Wecker verstellen, wieder ins Bett und dann, aber gut. So, am Karfreitag und Ostersonntag sind Gottesdienste schon ausgebucht, der ist ja voll. Samstag dazwischen gibt es noch ein paar Plätze, also wer da möchte, noch anmelden, aber nicht mehr viel. Karfreitag-Gottesdienst ist auch mit Abendmahl und ist auch per Livestream. Also bereitet zu Hause dann noch vor Brot und Wein, eventuell Saft, alles vorbereitet, damit man gemeinsam Abendmahl feiern kann. Hier natürlich vor Ort ist anders. Kindergottesdienst gibt es ja auch am Sonntag und während des gesamten Gottesdienstes. Ist aber wichtig für die Kinder ab 6 Jahre mindestens Stoffmaske zu tragen. Dann haben wir nochmal was. Und zwar am 6., das ist also am Dienstag, gibt es Prophetie- und Gabenschulung. Da ist auch eine Anmeldung erforderlich. Am 10.04., da ist ein E-Seminar mit Bernd und Iris Trümper, ein gesalbtes Paar. Und Teilnahme ist auch per Zoom möglich. Kostet 20 Euro, aber da lohnt es sich. Ne? Das ist also wirklich ein gutes Ehepaar. Ne? Die sagen noch einiges, was absolut wichtig ist. So, wir haben auch noch mal was ganz Neues, und zwar einen neuen YouTube-Kanal für Russischsprechende. Und zwar ab Montag, jetzt ab diesem Montag, 29., geht es los mit 40 Tage Reich Gottes in Russisch. Da ist Edmund, unser Pastor, der Sprecher, und der findet man an dem YouTube unter Missionswerk Strahlende Freude und dann Kanäle, und da kann man so verschiedene Kanäle aussuchen und da findet auch das Russische dabei. So, zuerst mal alles an Informationen. Jetzt kommen wir zum Dienst Saat und Ernte. Die Ordner dürfen da mal schon mal gehen. Und früher habe ich auch nicht ganz verstanden, das Ganze mit der Saat und Ernte, was der Pastor da meint. Aber als ich kapiert habe und auch umgesetzt, weiß ich, der Herr ist Versorger. Und wenn wir etwas geben, belohnt er. Auf welche Art und Weise, aber er belohnt. Und als König David, kurz vor der Übergabe seines Königtums an seinen Sohn Salomo, das Volk aufgerufen hat, zu sammeln für den Bau des Tempels,
steht mal im 1. Chronik 29,9. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig vom ganzen Herzen. Und dann war der David so überwältigt, wie das Volk gegeben hat und auch an Mengen, wie viel da zusammengekommen ist, dass er dann noch betet, Vers 16, Herr, unser Gott, all dies Viele, was wir hergebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. So, jetzt, alles, was wir haben, ist uns von Gott gegeben. Und wir geben aber nicht dem Pastor oder dem Missionswerk strahlende Freude, sondern wir geben dem Herrn und zum Bau seines Reiches. Aber keiner soll gezwungen oder sich gezwungen fühlen, was zu geben. Wenn du gibst aber, dann gib willig und mit dem ganzen Herzen. Und das ist dem Herrn angenehm. Und zusätzlich zum Ganzen legst du auch einen Schatz im Himmel an. Und der Herr wird es belohnen. Wenn du gerade im Livestream zuschaust und unsere Arbeit unterstützen möchtest, da gibt es Informationen auf unserer Homepage, missionswerk-sdf. Findest du alle Informationen über Predigten, über verschiedene Missionsbereiche und auch natürlich die Bankverbindung für die Überweisung. Und jetzt darf ich unseren heutigen Prediger, einen treuen Mann Gottes, ankündigen. Einen, der auch ja, heikle Themen man anspricht, einen, der mal auch sozusagen heißes Eisen mal anfasst. Und ich bin mir sicher, dass da er in seinen Vorbereitungen zu predigen, die Fühle und, ja, von Segen und von Gott so viel Input bekommt, dass er manchmal von dem Thema gar nicht so in einen Abend alles packen kann und muss aufteilen. Da gibt es noch diese Predigtreihen. Und dann ist man immer gespannt auf die nächste Predigtfolge. Und ist ein gesalbter Prediger, dem man sehr gerne zuhört. Und Frank, wir sind gespannt, was der Herr uns durch dich sagen will. Bitte schön. Ja, ich auch. Einen schönen guten Abend hier in der Gemeinde, in diesem Saal. Alle Brüder und Schwestern, alle, die kommen, sind alle Gäste natürlich. Und vor allen Dingen auch nach Hause, die alle im Livestream jetzt dabei sind. Ich habe eine wunderbare Predigt dabei. Es ist, wie soll man sagen, gehört in den in die Sparte hinein. Trostpredigt, Ermutigungspredigt und das Thema ist auch ein ganz besonderes Thema. Ich habe es so genannt, You Never Walk Alone, und der Willi, der heute Leitung hat, der hat mich ja angerufen und hat gesagt, Frank, was ist dein Thema? Und dann habe ich eben das gesagt, You Never Walk Alone. Dann hat er gesagt, hältst du jetzt zum ersten Mal eine Predigt auf Englisch? Nein, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Ja, ich werde in Deutsch predigen zu euch. Es hat seine Bewandtnis, dass ich eben diesen Slogan, You Never Walk Alone ausgesucht habe. Ja, woher kommt das, dieser Satz? Das stammt aus einem Lied. Und zwar wurde das Lied getextet, schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann vertont von einem Band, Gary and the Pacemakers heißen die. Und es war eigentlich ein ganz normaler Schlager, ja. You Never Walk Alone war ein ganz normaler Schlager, hat einen schönen eingängigen Text, ich lese nachher ein paar Zeilen davon, und hat eine sehr eingängige, schöne Melodie. Aber so richtig bekannt wurde dieses Lied erst durch den Fußball. Ja? Als man entdeckt hatte, und zwar in den englischen Ligen, der obersten Liga, dass dieses Lied eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl auslöst bei den Fans zu ihrem Verein, hat zum Beispiel allen voran der 1. FC Liverpool dieses Lied zu seinem Lied gemacht.
Es ist praktisch hat einen Kultstatus inzwischen in England erreicht, in diesen Stadien, die ja übervoll sind mit Zehntausenden von Menschen. Und es ist inzwischen die Mutter aller Fußballhymnen geworden, wenn sie dann da stehen mit ihren Schals, mit den Vereinsfarben drauf, mit den Emblemen drauf von dem Verein, von dem Namen. Und dann Zehntausende Menschen stehen und ganz laut singen You Never Walk Alone. Später kam, also vor 10, 20 Jahren, kam diese Welle auch nach Deutschland. Als erster Verein war das der erste FC St. Pauli, der diese Hymne mitgenommen hat in sein Stadion. Inzwischen singt man das auch auf den Rängen von Dortmund. Auf jeden Fall drückt dieses Lied drückt etwas aus, es macht etwas in der Atmosphäre des Stadions mit den Menschen. Es drückt eine Art Liebe aus, eine Art Hingabe und Treue zum Verein, wenn eben diese Zehntausenden Kehlen in einer sehr emotional geladenen Stimmung lauthals eben singen während des Spiels You Never Walk Alone. Ihr Lieben, das drückt für mich eine Art verborgene Suche nach Gemeinschaft aus. Und es drückt für mich auch eine verborgene Suche nach Zugehörigkeit aus, nach Identität und somit auch ein Ausdruck einer überdimensionalen Identifizierung mit ihrem Verein, mit ihrer Fußballwelt. Und ich möchte jetzt dieses Lied nicht vorsingen, keine Angst, aber ein paar Verse in Deutsch euch bringen. Da gab es eine Übersetzung dafür. Und das heißt dann so: Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf oben und fürchte dich nicht in der Dunkelheit. Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel und das süße, silberhelle Lied einer Lerche. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Das wiederholt sich ein paar Mal und steigert sich. Du wirst niemals alleine gehen. Eigentlich könnte man diese Fassung locker in einem Psalm hineinstecken. Allerdings fehlt natürlich der klare Gottesbezug. Vor 12 Jahren, ihr Lieben, wurde diese Hymne zu einer weiteren, allerdings traurigen Berühmtheit, als 40.000 Menschen im Stadion von Hannover 96 anlässlich der Beerdigung von Robert Enke dieses Lied gesungen haben. Dieser war nach jahrelangem Kampf in der Depression, hat er sich doch schlussendlich sein Leben genommen. Er war sehr erfolgreich. Er war sehr berühmt. Er hat 10-mal, so viel ich weiß, Nationalmannschaft gespielt, war im In- und im Ausland in vielen Vereinen sehr erfolgreich tätig. Und erst zum Schluss hat man erfahren, dass er völlig in dieser Depression drin stand, in diesem Burnout, wo er sich völlig verlassen gefühlt hatte. Und er ist schließlich auch seinen eigenen einsamen Weg gegangen, des Suizid. You never walk alone. Du bist niemals allein. Schade, dass er den Gottesbezug darin nicht fand. Weil ich möchte mit dieser Predigt allen Einsamen, allen vom Leben gezeichneten, allen, denen es gerade überhaupt nicht gut geht, allen, die gerade in einer Krise, in einer Lebenskrise stecken, möchte ich heute eine mutmachende Botschaft bringen. Auch mit diesem Lied. Ihr Lieben, Einsamkeit, Alleinsein, das hat viele Gesichter und aber auch viele Ursachen. Und es sind oft auch Christen betroffen. Es betrifft Menschen, die zum Beispiel von ihren Ehepartnern sich verlassen wurden oder die durch den Tod ihres Ehepartners verwitwet sind.
Es sind also Geschiedene dabei, es sind Kranke dabei, es betrifft auch gebrechliche Menschen, ältere Menschen, behinderte Menschen, psychisch kranke Menschen mit Burnout, Depression. Es betrifft arme Menschen, reiche Menschen, erfolgreiche Menschen. Das tiefe Gefühl der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit, ohne Perspektive für ein Weiterleben. Dies ist in unserer Gesellschaft so weit verbreitet. Deshalb möchte ich auch heute diese Botschaft an alle richten, hier und nach draußen im Livestream, die in einer ähnlichen Situation gerade stecken. Und natürlich, das ist ja das ganz Schlimme daran, die momentane Pandemie, die jetzt schon 1,5 Jahre geht und die unsere Sozialkontakte noch stärker beschnitten hat und minimiert, hat dieses Alleinsein, diese Einsamkeitssache noch viel stärker unter uns Menschen hervorgebracht. Und viele Stimmen sagen ja, dass dadurch auch, gerade nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, eben viele in Depressionen stecken und viele suizidale Gedanken haben, also sich das Leben nehmen möchten. Ihr Lieben, Alleinsein, Einsamkeit ist ein Riesenproblem. Es hat zur Folge, dass man seelisch, psychisch stark verstimmt ist, eine Verstimmung hat, einen Lebensverdruss hat. Man hat keine Lust mehr zu leben, man sieht keinen Sinn mehr im Leben, man hat keine Perspektive mehr für die Zukunft. Ihr Lieben, Gott hat uns Menschen, so sagt die Bibel. Gott hat uns Menschen aber zu einer Gemeinschaft, zu einer gegenseitigen Ergänzung gemacht. Das hat er gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte, hat er ein klares Statement zu Einsamkeit und Alleinsein gegeben. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und man sagt ja, Gott hat die Ehe eingesetzt, er hat die Familie eingesetzt, um eben Alleinsein und Einsamkeit zu beseitigen in dieser Welt. Da hat mal einer einen Spruch gesagt, der hat mir gefallen. Ja, bitte nicht ganz ernst nehmen, aber steckt ein Fünkchen Wahrheit drin. Er hat gesagt, ja, die Ehe und die Familie hat zwei Seiten, eine positive und eine negative. Die positive, du bist nie mehr allein. Die negative, du bist nie mehr allein. Also ich denke, da ist schon noch ein Fünkchen Wahrheit dabei. Aber kommen wir zurück. Wenn du dich heute hier oder da draußen alleine fühlst, verlassen oder einsam fühlst, dann darfst du was Wunderbares wissen. Gott ist auch und gerade bei dir in deiner Situation. Wenn es das Leben gerade nicht so gut mit dir meint. Der biblische Beleg ist eindeutig. Im Psalm 23,4 schreibt David, in einer Lebenskrise schreibt er das. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann fragen wir uns, warum? Und die Antwort kommt gleich danach. Denn du bist bei mir. Das wusste der David. Er kämpft seine Kämpfe nicht allein. Jahwe, der Gott Israels, er ist bei ihm. Dein Stecken und Stab, betet er weiter, er tröstet mich. Ihr Lieben, in allen Lebenslagen, auch und gerade in den Tälern des Lebens, ist der gute Hirte bei dir. Das sollst du wissen. Und sein Name ist der Name, der über allen Namen steht. Es ist der gute Hirte Jesus Christus. Der König der Könige und der Herr aller Herren. Und dieser gute Hirte, er hat am Kreuz von Golgatha sein Leben für dich gegeben, um dich von aller Schuld, von aller Verdammnis zu erlösen, um dich und mich ins Vaterhaus zu bringen. Halleluja.
Da möchte ich jetzt was lesen, was Stichwort Vaterhaus, aus Psalm 68, 6 und 7. Er, sagt die Schrift, er ist der Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen, ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Was ist da schon ein Trost drin, wenn wir lesen, er ist ein Gott, der den Einsamen nach Hause bringt, ins Vaterhaus. Halleluja. Wisst ihr, Ostern steht vor der Tür, ja, in einer Woche, wir haben es gehört. Es dreht sich heute in meiner Predigt viel auch um das Kreuz. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, da können wir lesen in Matthäus 27, Vers 46, können wir lesen, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer einen Blick in die unsichtbare Welt werfen kann, in die Gesetzmäßigkeiten des Himmels, der weiß, warum der Sohn Gottes diesen Ausruf am Kreuz gemacht hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war der Augenblick, an dem aller Welt Schuld auf ihm lag. Und der heilige Gott, der Vater, konnte in diesem einzigen Augenblick nicht mehr bei seinem Sohn sein, weil aller Welt Schuld auf ihm lag. So wie es Johannes der Täufer prophezeit hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, das unsere Schuld hinaufträgt ans Kreuz. Aber genau dieses Kreuz hat es möglich gemacht. Wir wissen, als er geschrien hat, es ist vollbracht, ist der Vorhang zerrissen, der das Heilige vom Allerheiligsten im Tempel getrennt hat. Von oben nach unten, als ein Symbol der Kraft Gottes, die jeden, der an dieses Opfer glaubt, der Jesus in sein Herz aufnimmt und an diese Versöhnung und Erlösung glaubt, in den Weg frei macht in das Vaterhaus. Und wer den Vater hat, sagt die Schrift, der hat den Sohn. Der ist nicht mehr allein. Der ist nicht mehr allein. Halleluja. Also Gott hat immer eine Lösung, auch für Alleinsein, auch für Einsamkeit, auch für Verlassenheit. Johannes 10, 27, das darfst du wissen, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir nicht gut geht, wenn du in einer Lebenskrise bist. Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ihr Lieben, ich habe noch einen tröstenden Aspekt dabei. Jesus kennt sich sogar auch mit Einsamkeit, mit Alleinsein aus. Das heißt, er hat Verständnis für deine momentan schlechte Situation. Und er hat eine Lösung für deine Probleme. In Johannes 8, 29 lesen wir, und der mich gesandt hat, sagt Jesus, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Halleluja. Dieses Bekenntnis hat Jesus vor den Menschen abgegeben. Er sagte zu ihnen, ich bin nicht allein, denn der Vater ist immer bei mir. Und du als Christ darfst das genauso sagen. Wir haben das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns, sagt die Schrift, wo wir rufen dürfen, Abba, lieber Vater. Du bist niemals allein und niemals verlassen von diesem wunderbaren Gott. Er ist ein Gott der Gemeinschaft. Der sucht dich. Überall, wo du bist, darfst du wissen, ich habe einen Vater im Himmel. Und genau in diesem Kapitel lesen wir, wie Jesus sich vorbereitet auf diesen Gang zum Kreuz, als seine Passion. Und da wusste er schon zu dieser Zeit, es wird um ihn immer einsamer werden.
Seine Getreuen, sie werden ihn verlassen. In Johannes 16, 32 lesen wir: Siehe, es kommt die Stunde, sagt Jesus, und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Jesus wusste in diesem Moment schon, mit jedem Schritt, wo es näher nach Jerusalem zu Golgatha ging, wird dieses Alleinsein zunehmen. Bis zum Höhepunkt dieser schrecklichen Einsamkeit, die es jemals gab zwischen Himmel und der Erde, am Kreuz, als er gerufen hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch ihr Lieben, mitten in dem Dunkel blieb ihm die Antwort ein einziges Mal vom Vater verwehrt. Diese Frage von Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Blieb ihm ein einziges Mal verwehrt. Weil in dem Moment die Sonne sich verfinsterte als ein Zeichen, dass Gott in dem Moment mit seinem Sohn keine Gemeinschaft haben konnte. Ein einziges Mal in seinem Leben. Sonst hat er immer wieder gesagt: ich bin nicht allein, mein Vater ist immer bei mir. Ihr Lieben, es gibt auch viel alleinstehenden Christen, geht es manchmal auch so ähnlich. Sie fühlen sich in bestimmten Situationen von Gott und von der Welt verlassen. Und ich möchte jetzt einfach eine Geschichte euch erzählen, die es war. Die hat stattgefunden in Afrika, in einem ethnischen Volksstamm dort. Und zwar ist es ein Stamm, die Stämme haben so bestimmte Riten vom Kindheit ins Erwachsenenalter. Da werden bestimmte Dinge gemacht, damit die Kinder oder Jugendliche sich beweisen können: so, ich gehöre jetzt auch zu den Erwachsenenwelt dazu. Und in einem bestimmten Stamm gibt es so eine Mutprobe für heranwachsende Kinder. Und die geht so: da geht der Vater zu seinem Sohn und sagt zu ihm: heute Nacht wirst du ganz alleine in völliger Einsamkeit mitten im Urwald stehen gelassen. Und dort bleibst du eine komplette Nacht, ganz alleine in kompletter Einsamkeit. Könnt ihr euch vorstellen, das ist ja noch ein Kind, das sind ja noch Kinder. Was für Ängste, was für Todesängste die erleben. Wer schon mal im Urwald war, viele sind es wahrscheinlich nicht, aber der Urwald ist nachts voller Leben und voller Stimmen, weil da viele nachtaktive Tiere sind, gefährliche Tiere. Dunkelheit ist da. Und zum ersten Mal ein Kind völlig allein, völlig einsam. Und es wird berichtet in dieser Geschichte, als es dann dämmerte, nach einer schrecklichen Nacht des Alleinseins, als es dann dämmerte, der Nebel war noch da, sah er plötzlich eine Gestalt auf ihn zulaufen. Und je näher diese Gestalt kam, desto mehr erkannte er, wer es ist. Es war sein Vater. Dann hat er gesagt: Vater, wo kommst du denn eigentlich her? Die Antwort des Vaters lautete: ich bin die ganze Nacht hier gewesen, in deiner Nähe. Ich wollte dich nicht allein lassen, aber du durftest es nicht wissen. Geht es uns nicht oft auch so? In der Einsamkeit, in der Dunkelheit, in den angstbesetzten Zeiten der Verzweiflung fragen wir: Vater, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Doch im Gegensatz zu diesem Jungen, ihr Lieben, der nicht wusste, dass sein Vater in seiner Nähe war, dürfen wir eine sehr tröstende und mutmachende Tatsache wissen. Ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Nun wirst du vielleicht sagen: gut und schön, wie darf man das verstehen? Da möchte ich jetzt wieder das Osterlicht hineinbringen, die Osterfreude hineinbringen. Wisst ihr, unser Herr blieb nicht im Grab,
Wir wissen es. Er ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden ist er. Jesus lebt. Er ist in den Himmel, ins Vaterhaus gegangen. Ja, wie, fragen wir uns dann, wie ist er denn dann bei uns alle Tage bis an der Weltende? Antwort: durch den Heiligen Geist. In Johannes 16, 5 bis 7 lesen wir eine wunderbare Verheißung. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wir wissen, es kam dann Pfingsten und der Heilige Geist kam auf diese Erde. Halleluja! Der dreieinige Gott wirkt wunderbar zusammen, ihr Lieben. Auch für die Einsamen, auch für die, wo in Einsamkeit und Verlassenheit sich fühlen. Paulus schreibt später sogar zu diesem wunderbaren Tatsache, dass unser Körper, unser Leib eines wiedergeborenen Christen ja sogar ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und so hat es auch Jesus uns versprochen zu seinen Lebzeiten. In Johannes 16, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und, Achtung, Wohnung bei ihm nehmen. Habt ihr das gehört? Wohnung bei ihm nehmen. Halleluja. Ich kann nur eins sagen, ihr Lieben, gerade auch in schwierigen Zeiten, näher als durch den Heiligen Geist kann dir Gott, der Vater und der Sohn gar nicht mehr kommen. Amen. Denn es steht geschrieben, Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, dieses Versprechen, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir rufen dürfen, aber lieber Vater, das gilt für alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt. Das gilt für alle Christen, die Jesus lieben. Das gilt in allen Lebenslagen, in allen Umständen, in allen Schwierigkeiten, in allen Tälern des Lebens. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Menschen, Glaubenshelden aus der Bibel, denen es ähnlich gegangen ist, die Ähnliches durchgemacht haben. Und fange an mit Josef, kurze Biografie. Er war das Lieblingskind seines Vaters. Das störte natürlich die Brüder, die wurden neidisch, eifersüchtig, hatten Wut auf ihn, die hassten ihn. Und das hat in ihnen den Entschluss dann erzeugt, dass sie ihn umbringen wollen. Und sie haben ihn in einen Brunnen geworfen, dort wurde er von Ägyptern entdeckt, mitgeschleppt als Sklave. Er landete im Hause des Potiphar. Er hat sich korrekt verhalten, völlig korrekt. Dennoch landete er im Gefängnis. Und doch lesen wir zum Beispiel 1. Mose 39, 2, aber der Herr war mit Josef. Hätte Josef den Psalm 139 gekannt, dann hätte er vielleicht sagen können, ja, sogar in Ägyptenland, im fremden Land, im tiefsten Kerker, bist du bei mir, Halleluja. Sogar als Versklavter, als Gefangener, findet mich dort deine Hand. So steht es in dem Psalm 139, ja. Mitten im größten seelischen Leid, ihr Lieben, von den engsten Familienmitgliedern, verraten, verkauft, bekam er den göttlichen Zuspruch. Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Und diese Zusage gilt allen, ihr Lieben, die irgendwie in den familiären Zwistigkeiten stecken. Und ihr Lieben, es gibt viele Familien, wo es überhaupt nicht gut steht. Wo Menschen einsam werden, weil da Streitereien, Eifersucht ist, Hass sogar ist. Das findet man in vielen Familien. Ich hatte mal eine Praktikantin in der Schule.
Sie war vom Vater und von Mutter gleichermaßen abgelehnt worden. Die Gründe ist jetzt mal nicht so wichtig. Aber sie war sehr traurig. Weder beim Vater, also sie ist manchmal zu ihrem Vater gegangen, dann manchmal bei der Mutter. Überall war sie aber nicht zu Hause. Überall spürte sie, sie ist nicht angenommen. Sie ist nicht geliebt. Und sie war sehr traurig. Und ich habe ihr dann Trost spenden können aus der Schrift. Ich habe gesagt, du, für dich steht extra von Gott etwas im Wort. Und zwar im Psalm 27,10. Vater und Mutter haben mich verlassen, aber du, Herr, du nimmst mich auf. Halleluja. Es hat ihr viel Kraft und Trost gegeben. Ich möchte noch einen Glaubensheld bringen euch. Elia. Elia wird in vielen Predigten erwähnt. Ich erwähne ihn einfach auch, weil es gut hineinpasst. Ja, auch eine Kurzbiografie. Elia, der Prophet, er war Zeuge einer und Gegenwart einer wunderbaren Demonstration der Herrlichkeit und Kraft Gottes da auf dem Berg Horeb. Ja, als dieses himmlische Feuer fiel auf den Altar, die Baalspriester und das alles verbrannte. Er erlebte also hier eine Demonstration der Herrlichkeit und Kraft Gottes, wie nur ganz wenige Menschen. Und dennoch, dann kam ja diese Botschaft von der Isebel, von Ahabs Frau, also wenn du das gemacht hast, ich werde dich umbringen. Ich werde dich töten, ich werde dich so lange verfolgen, ja. Und er rannte weg in die Wüste. Und da setzte er sich dann schließlich unter einen Strauch und war völlig in einer Depression drin, völlig in einem Burnout drin, ja. Er hat dann das dümmste Gebet gesprochen, das es in der Bibel gibt. Herr, es ist genug, nimm mich weg von dieser Erde. Ja. Nimm mich weg. Aber genau an diesem Tiefpunkt hat Gott ihn erreicht. Er hat ihn nicht vergessen. Und wenn du an einem Tiefpunkt bist, Gott vergisst dich nie. Er sandte einen Engel zu ihm. Und er gab diesem Elia einen neuen Auftrag. Geh in das Land Israel, salbe einen neuen König. Komm raus aus deiner Lethargie. Komm raus aus deiner Depression. Ich habe noch etwas für dich. Ich möchte dir eine Perspektive geben, eine Zukunft geben. Ich brauche dich. Ich fasse noch mal zusammen. Innerhalb von kurzer Zeit hat dieser Mann erlebt die Herrlichkeit Gottes am Berg. Da stand er am Berg, hat Gott angerufen, hat die Herrlichkeit erlebt. Nachher saß er am Strauch, unter dem Strauch, in seinem Elend und hat Klagelieder gebracht. Ja? Von Gott scheinbar völlig verlassen und vergessen. So hat er sich gefühlt. Doch auch jetzt, ihr Lieben, durfte dieser Elia erleben, was im Psalm 139 steht, im Psalm in Vers 3, 2 und 3. Ich stehe, also es ist gut zu stehen, ja? Es ist gut, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Amen. Es ist gut, Loblieder zu singen und Herrlichkeit zu erleben. Wow, toll. Aber es kann ja sein, dass du mal sitzen musst, ja? Dass du einfach mal, das Leben es nicht so gut mit dir meint. Aber ob du sitzt, ob du stehst oder ob du sitzt oder ob du sogar nur liegst, ja, das sagt der Psalm auch, ob du nur liegst, Gott, du siehst alle meine Wege, sagt der Beter. Wenn es dir gerade ähnlich ergeht, dann darfst du das wissen, Gott ist immer noch bei mir. Amen. Auch jetzt, am Tiefpunkt meines Lebens, bist du da. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft an alle, die durch besondere Lebensumstände an einem Tiefpunkt angelangt sind in ihrem Leben, die einfach eine Zeit erleben, wo sie meinen, Gott, hast du mich verlassen, bist du nicht mehr mit mir. Es ist aber Hoffnung da, es ist Trost da, es ist eine Lösung da. Ich verspreche es dir. Ich möchte jetzt ins Neue Testament gehen. Eine Lieblingsgeschichte von unserem Daniel Exler. Ja, jetzt guckt er mich an. Natürlich, es ist die blutflüssige Frau. In Markus 5 können wir das nachlesen. Ich
Ich mache jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Da war ja Jesus in einer Menschenmenge unterwegs. Er war umringt von ganz, ganz vielen Menschen. Er war sehr beliebt. Da kam ein Vorsteher, der Jairus, kam zu ihm und hat gesagt, du, meine Tochter, sie ist sterbenskrank, komm und heile sie. Und Jesus hat sich auf den Weg gemacht, aber da passierte etwas. Mitten in dieser Menschenmenge kam eine Frau, eine kranke Frau zu ihm. Sie hatte seit 10 Jahren Blutfluss. Und sie wagte es, ihn zu berühren. Und er spürte, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Und in dem Moment war sie sofort geheilt von ihrer Krankheit. Mitten im Gedränge, diese Frau. Ihr müsst euch mal vorstellen, diese Frau, 12 Jahre waren es, nicht 10, 12 Jahre krank. Das hat damals, in der damaligen Gesellschaft, ein Stigma gegeben, ein furchtbares Stigma gegeben. Wenn eine Frau Blutfluss hatte, der nicht gestillt werden kann. Sie galt als unrein, versteht ihr? Sie wurde praktisch von der Gesellschaft gemieden, ausgestoßen. Sie war völlig vereinsamt, völlig verarmt, denn sie hatte alles Geld ausgegeben für Ärzte. Und sie berührte Jesus. Und er heilte sie von ihrer körperlichen Krankheit. Jetzt kommt etwas, wo ich eure Augenmerk mal ganz besonders drauf richten möchte. Dann kam ihr in dem Moment in den Sinn, was habe ich denn hier getan? Ich habe diesen heiligen Mann als unreine Frau angerührt. Wird er mich jetzt verurteilen? Aber in dem Moment kam ein unendlich tröstender Zuspruch Jesu an diese Frau. Wir lesen da in Vers 34, Markus 5. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich kann nur sagen, Halleluja. Er, dieser, unser Jesus, er spricht die Geächtete an, die Verstoßene, die Unreine, die vereinsamte Frau spricht er an als Tochter. Und ihr lieben Töchter werden von ihrem Vater nicht verlassen und nicht vergessen. Nein, er sorgt sich um sie. Er ist bei ihnen. Die Schrift sagt doch sogar, er ist bei dir schon, als du im Mutterleib noch warst. Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht mal bereitet wurde. Lieben, das durfte auch Jairus dann nachher erfahren mit seiner todkranken Tochter. Eine Zeit später, es ist eben etwas Zeit natürlich verloren gegangen, da kam die Nachricht vom Tod der Tochter zum Vorsteher und zum Vater. Aber wisst ihr, das hat Daniel immer so schön gesagt, was macht Jesus? Er überhörte es. Amen. Da gibt es keine Probleme, wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist, versteht ihr? Er überhörte das einfach und hat gesagt, Jairus, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und er ging hin, machte das Mädchen gesund und es stand von dem Tode auf. Wenn ich auch wanderte durch das finstere Tal des Todesschatten, Gott ist auch in den schlimmsten Umständen am Wirken und hat eine Lösung für dich. Halleluja. Kommen wir zu einer Person, die wir alle lieben, Petrus. Petrus, welch, ihr Lieben, gerade jetzt, wir gehen wieder in die Passionszeit hinein, Ostern. Welch bittere Stunden musste dieser Jünger Jesu erleben, als er entgegen seiner eigenen Versprechungen Jesus nach dessen Gefangennahme sogar 3-mal leugnete. 3-mal hat er ihn geleugnet. Und wisst ihr, wie viele Tränen er da dann der Reue danach geweint hat? Er hat geweint und geweint und geweint. Er spürte ganz tief da drin, er war ein elender Versager, ein Verräter. Er hat sich tief verstrickt in Schuld. Und was für quälende Gedanken musste er gehabt haben.
Was würde Jesus ihn sagen? Würde er ihn überhaupt noch anschauen? Ihn, der so elendlich versagt hat. Ihr Lieben, und doch, Gott kennt uns auch in diesen Situationen des Versagens. Er kennt dich und mich, wenn du versagt hast. Und er wird eine ganz besondere Fürsorge für dich bereithalten. Und er hatte eine besondere Fürsorge für diesen Petrus bereitgehalten. Schaut mal, da kam der Ostermorgen. Da kam der Ostermorgen und wir lesen in Markus 6, Vers 7 eine Botschaft der Engel an die dort am Grab waren, die lautete so: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern, und jetzt passt auf, manchmal liest man etwas über etwas hinweg und macht sich keine Gedanken. Aber gerade ich habe mir Gedanken gemacht. Das sagt der Engel seinen Jüngern. Und jetzt erwähnt er Petrus extra. Ja, er erwähnt ihn extra. Und Petrus, dass er vor euch hingehe, wird nach Galiläa, also Jesus, und dort werdet ihr ihn sehen. Ihr Lieben, das zeigt doch, wie Jesus auf ganz besondere Weise an Petrus dachte in dem Moment, als der Engel dies sagte. Warum? Er wird als einziger namentlich erwähnt. Er, das wusste Petrus, das wusste Jesus. Petrus benötigt in diesem Moment eine extra Portion Ermutigung. Amen. Hey, ich habe dich nicht fallen gelassen, auch wenn du versagt hast. Und ihr Lieben, durch diese extra Erwähnung seines Namens hat Jesus bereits da eine versteckte und mutmachende Botschaft ihm gegeben. Er sagt in dem Moment: Hey Petrus, ich halte immer noch zu dir. Du bist immer noch mein Jünger. Ich halte an dir fest. Ich liebe dich noch immer, werde dich immer lieben. Ich will auch weiterhin auf dich bauen. Was sagt das uns? Was sagt das uns, ihr Lieben? Da steckt doch auch für uns eine ganz persönliche Botschaft drin, für dich und für mich. Bei Gott, unserem Vater, ist immer ein Neubeginn möglich. Auch wenn du auf irgendeine Art und Weise versagt hast. Er hält an dir und er hält auch an mir fest, auch wenn du dich als Versager fühlst. Wir dürfen als Kinder wie der verlorene Sohn in diesem Gleichnis wieder nach Hause kehren, zu ihm zurückgehen und der Vater steht vor der Türe und er hat alles für dich bereit. Den Ring, ja, die Stiefel, die Kleidung und alles. Ja? Wir dürfen ins Vaterhaus kommen. Er tut alles, ihr Lieben, um uns wiederherzustellen. Auch in unserem Versagen ist Gott da und will, dass wir seine Gnade und seine Liebe in Christus ganz, ganz neu empfangen. Ja, und Jesus selbst? Wie war das mit Jesus selbst? Kannte er oder kann sich er mit uns identifizieren, wenn wir allein sind, verlassen sind, einsam sind? Bruder, Schwester, dein Herr, das kann ich dir versprechen, weiß, was es bedeutet, verlassen und einsam zu sein. Ich habe es vorhin erwähnt. Es fing an schon in Gethsemane, in seiner schlimmsten Stunde, im schlimmsten Kampf, als es darum ging, den Willen des Vaters anzunehmen, am Kreuz für uns zu sterben, einen furchtbaren, schrecklichen Tod voller Schmerz. Genau da, wo er sie am meisten gebraucht hätte, sind sie eingeschlafen. Sind sie eingeschlafen. Und er musste ein einsames Gebet sprechen zum Vater. Also Jesus ist Einsamkeit hier auf Erden zumindest nicht fremd. In Hebräer 4, 14 bis 16 lesen wir eine tröstende Botschaft an alle Einsamen, an alle Alleinstehenden. Da steht geschrieben: Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Versteht ihr? Bekenntnis. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes in den schwierigen Lebenskrisen und Situationen aussprechen. Weil unsere Gefühle, sie täuschen uns immer. Sie sagen uns und reden uns immer wieder ein: Du bist allein, Gott hat dich verlassen. Gott liebt dich nicht mehr.
Nein, da müssen wir zurückkommen zum Wort, zum Glaubenswort. Ich habe in roten Kulli da an dieser Stelle in meine Bibel etwas hinzugefügt. Soll man ja nicht machen, ja, steht drin. Aber ich habe es hinzugefügt. Ja. Ich habe da geschrieben mit roter Stift in allen Lebenslagen. Ja, hingeschrieben in allen Lebenslagen. Warum? Die Antwort kommt gleich. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und jetzt kommt darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Oh, wir haben Hilfe nötig, ihr Lieben. Wir brauchen in unseren schwierigen Lebenslagen, in den Tälern des Lebens, in den Krisen, brauchen wir Hilfe. Und da haben wir einen treuen hohen Priester, der dich sowas von versteht, der hier auf Erden alles durchgemacht hat. Es ist ihm nichts fremd. Er hat volles Verständnis dafür. Deshalb, Bruder, Schwester, wenn deine Gefühle dir einreden, dass du einsam, verlassen oder vergessen bist, dann komm jetzt auf diese neue Glaubensebene zurück. Denn der Glaube, er hält immer fest am Bekenntnis, an der Wahrheit des Wortes Gottes. Der ganze Hebräerbrief ist geschrieben an Christen, die in schwierigen Situationen waren und immer wieder geschrieben. Haltet fest, werf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen. Denn, und jetzt kommt das, denn er ist treu, der es verheißen hat. Halleluja, ihr Lieben, ich komme so langsam zum Schluss und ich möchte zusammenfassen. Wenn du einsam bist, wenn du verlassen fühlst, wenn du diese Verdammnisgefühl hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du etwas nicht richtig gemacht, versagt hast in irgendeiner Situation, wenn du in diesen Krisen feststeckst, dann mach doch bitte eins, werde aktiv. Höre auf, dich selbst zu bemitleiden. Werde aktiv. Lass dir von Gott einen neuen Auftrag geben. Komm unter deinem Busch hervor. Vom Sitzen komm wieder ins Stehen. Und dann laufe los. Amen. Als Jesus uns versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage, war das verbunden mit einem Auftrag, den er gegeben hat. Amen. Geht hin in alle Welt. Tut etwas. Paulus hat sogar einmal gesagt, wer leidet, der diene. Eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Wer leidet, der braucht doch dann Streicheleinheiten. Nein, Paulus sagt, wer leidet, der diene am Nächsten. Dann mach doch, wenn du dich allein einsam fühlst, dann ruf doch Menschen an, wo du weißt, denen geht es auch nicht gut. Hab Kontakt mit ihnen per WhatsApp, per Telefon. Wenn es geht, mit hygienischen Maßnahmen natürlich in dieser Zeit, besuche. Geh hin. Wir Menschen, ich habe es gesagt, wir sind auf Gemeinschaft berufen von Gott. Dazu sind wir geschaffen worden. Werde aktiv. Und dann möchte ich noch einen Ratschlag geben. Edmund hat letzte Woche gepredigt über die Wir und die unsichtbare Welt. Gott hat uns etwas Einzigartiges geschenkt, wenn wir wiedergeboren sind aus Wasser und Geist. Hat er uns etwas Einzigartiges geschenkt. Er hat uns geschenkt den Blick in den Himmel, in die unsichtbare Welt. Amen. Es steht geschrieben, er hat uns mit hineinversetzt in Christus, in die himmlischen Welten, in die himmlischen Örtern. Wir können hineinschauen. Amen. Und wenn wir in bestimmten Lebenslagen da nicht hineinschauen und uns da Kraft und Trost holen, dann sind wir verloren. Und ich möchte ein sehr schönes Bild euch weitergeben zum Schluss. Das Neue Testament bezeichnet das christliche Leben als einen Weg, als einen Lauf, den wir zu laufen haben. Und wir laufen diesen Weg in einem Stadium, in einer Kampfbahn, beschreibt es Paulus. Und in Hebräer 12 lesen wir, dass dieses Stadium, wo diese Laufbahn ist, wo wir Christen laufen,
Dieses Stadion ist gefüllt, wie beim Fußball. Und sie ist gefüllt mit den Glaubenshelden, die auf den Rängen sitzen. Halleluja. Und jetzt stellt euch doch mal vor, durch den Heiligen Geist kann man sich das gut vorstellen, wie sie das nicht sitzen. Sie stehen, sie jubeln, sie schauen auf dich und sagen, lauf den Lauf so, beende ihn so, dass du die Siegeskrone empfangst. Gib nicht auf. Lauf weiter. Und wisst ihr, wer zwischen den Ringen sitzt, zwischen den Glaubenshelden? Da sitzen nach Hebräer 12 Tausende von Engeln. Ja, das ist die geistliche Realität. Die Bibel sagt, schaut auf den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Schaut auf ihn. Schaut nach oben, was da abgeht. Da sitzen also die Glaubenshelden im Stadion. Da sitzen tausende Engel im Stadion. Und sie haben das Wort Gottes in der Hand. Und sie rufen dir laut zu. You never walk alone. Amen. Halleluja. Und ich möchte jetzt zum Schluss natürlich auch noch einen Aufruf machen an alle, die Gott als Vater nicht kennen. Wisst ihr, das war für mich eines der größten Erlebnisse, als ich mich bekehrt habe. Als ich erfahren habe, dass ich einen Vater im Himmel habe. Weil mein Vater relativ früh gestorben ist. Und mein Vater, er konnte nicht der Vater sein, den ein Kind braucht. Hat verschiedene Gründe. Mir denkt kein einziger Augenblick, an dem er mich berührt hat. Das war schrecklich. Das ist schlimm. Aber als ich dann erfahren habe, hey, durch Jesus, durch das Kreuz, durch die Vergebung meiner Schuld, durch meine Errettung und Erlösung, hat dieser Jesus mir einen Weg frei gemacht ins Vaterhaus. Amen. Und ich darf jetzt wieder rufen, Abba, lieber Vater. Und das hat mein Herz so berührt. Das hat mir so viel Liebe gebracht und Vergebung gebracht. Amen. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich jedem auch, der heute zuhört. Der Weg ins Vaterhaus geht aber nur über Jesus, seinen Sohn. Wenn du, die Schrift sagt, wenn du von Herzen an ihn glaubst, mit deinem Munde bekennst, wenn du umkehrst und all deine Schuld ihm gibst, wofür er bezahlt hat am Kreuz, dann darfst du ins Vaterhaus kommen. Weil die Schrift sagt, dann sind dir all deine Schuld und all deine Sünden vergeben. Du darfst zum heiligen Gott kommen, in den Kleidern der Gerechtigkeit und vor ihm stehen, rein und heilig. Deine Hände erheben und durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, aber lieber Vater rufen. So komm, kommen musst du. Du musst kommen zu Jesus. Und er hat gesagt, ich stoße niemand hinaus, der zu mir kommt. Gib ihm dein verpfuschtes, dein einsames, kaputtes Leben. Und du wirst erleben, genau das Gleiche, was ich erlebt habe. Ich bin kein Waisenkind mehr. Ich bin kein Verlassener mehr. Ich habe einen Daddy, ich habe einen Vater im Himmel, der mich unendlich liebt. Der mich so sehr liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat am Kreuz. Wie sollte er, sagt Paulus, mir nicht alles schenken und zurückgeben, was ich auf der Erde nicht bekommen habe von meinem irdischen Vater. So komm, ich rufe es jedem zu, komm zu Jesus, gib ihm dein Leben und du wirst der glücklichste Mensch auf Erde sein. Amen. Hey Leute, schön, dass ihr dabei wart. Der Gottesdienst ist jetzt leider schon vorbei. Wenn ihr gebeten möchtet, könnt ihr gerne unter der jetzt eingeblendeten Nummer anrufen. Vom Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, sind wir gerne für euch da. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an gebet@missionswerk-sdf.de.
Natürlich könnt ihr auch einfach selber vorbeischauen. Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 10 Uhr finden unsere Gottesdienste statt. Wenn ihr kommen wollt, meldet euch aber bitte vorher unter der angegebenen E-Mail kurz an. Natürlich, wenn ihr noch mehr Predigtinhalte und Bibelschulthemen hören wollt, könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und außerdem haben wir auch noch einen Facebook- und Instagram-Kanal, da könnt ihr auch gerne mal draufklicken. Seid gesegnet!